Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero und Dawn. Horizon Zero und Dawn, ja, vor allem. Sind auch zwei verschiedene Spiele. So Leute, heute geht's zum letzten Banditenlager, wenn wir nicht irgendwo noch ein Banditenlager übersehen haben. Aber ich glaube, Panzerwanderer. Haben wir nicht für irgendeine Rüstung noch ein Panzerwandererherz gebraucht? War mir so, ne? Okay, sollte uns ein Panzerwanderer hier zufällig mal über den Weg laufen, unsere Wege kreuzen, dann können wir sich mal durch die Warm anziehen. So, nach 240 Schritte trennen uns vom, ich glaube sogar, schwersten Banditenlager. Ich glaube, das ist das höchst leverigste Banditenlager auf der ganzen Map. Habe ich so das Gefühl. Ich glaube, das ist für Level 34, wenn ich ganz irre. Warte, der Richtigkeit halber gucke ich noch. Oh, wir haben zwei Fertigkeitspunkte. Hier bräuchte ich aber drei, ne? Ja. Okay, der Richtigkeit halber gucke ich noch schnell mal bei den Quests nach, damit ich euch nicht hier irgendeinen Schmarrn erzähle. Ach, zeigt er mir nicht an. Aber auf der Karte bestimmt. Hier. Stufe 20. Ja. Stufe 20 das höchste. Übrigens, ich habe mir auch in der Freizeit, ja, in meiner Freizeit, mal ein bisschen die Zeit genommen, die ganze Karte mal ein bisschen abzulaufen auf Screen. Und ich habe da noch zwei, drei schöne Nebenquests für uns entdeckt, die man eigentlich so nicht findet, weil man da nicht hinkommt. Oder besser gesagt, schon da hinkommt, aber meistens dran vorbeiläuft, weil irgendeine Siedlung mitten in der Wüste, wo der Weg irgendwie am anderen Ende der Pampa ist, da, nee. Ist der Alarm. Ich sollte das im Auge behalten. Weniger talken, mehr konzentriert. Wir könnten da hochgehen und Sniper machen. Haben wir auch nie gemacht, ne? Da sind Leute in den Käfigen. Ja. Mal nachcraften, das geht ja gar nicht so. Sniper. Klappe. Wir snipen jetzt. Haben wir auch nie gemacht. Die werden gar nicht merken, dass sie da waren. Oder doch? Okay. Dass der da drüben uns nicht bemerkt, ist ein Wunder. Spült den metallischen Geschmack weg. Fick dich! Schwinde! Die haben jetzt aber nicht alle entdeckt. Okay, die sind aggro. Alles klar. Aua! Ich wollte das nicht! Ah. Okay, wir machen MLG. Sniper, wann haben wir bitte gesniped? Nie, wir machen MLG. Nein, pfui. Was kann ich denken, dass du im Nahkampf gegen mich ankommst? Nein! Ja, aber der ist gar nicht mal so schlecht. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ach du Scheiße. Pfui. Nein. Bin ich da. Oh, hi. Kann ich einen Speer klauen? Oder wie ist das? Hi. Batz! Down! So. Warum konzentriere ich mich eigentlich noch? Die sind so unter meiner Gehaltsklasse hier. Unglaublich. Okay, wieso gehen wir hier eigentlich runter? Die Party ist da oben, Leute, wo seid ihr? Kommt her. Ich will doch nur spielen. Okay, der Sprung war umsonst. Versteckst du dich bitte nicht hinterm Stein. Ach komm. Komm bald näher ran, ist ja kein Problem. Hi. Nein, pfui. Nein, ich hab dich nicht übersehen. Nein, pfui. So, dankeschön. So, jetzt räumen wir auf.
Wo seid ihr denn, Freunde? Habt ihr denn noch Bock? Natürlich. Wo ballern wir hier eigentlich? Ach, das ist das Teil! Oh, schön. Leute, wo seid ihr denn? Aua! Pfui! Okay. Ich komme hier nicht raus. Ich komme hier raus. Sehr schön. Ach, das ist so eine Art Granatwerfer. Deswegen sterben die nicht sofort. Ich dachte schon, warum mache ich denn keinen Schaden? So ist das also. Alles klar. Jetzt bitte das. Das ist doch Lohe. Warum explodiert das nicht? Okay. Lassen wir einfach so. Ja, ist okay. Lohe explodiert nicht mehr. Leute, wo seid ihr denn? Habe ich keine Munition. Tja. Dann müssen wir den letzten Big Boss wohl so erledigen. Ja, und verfehlen. Das war leicht peinlich. Banditenlager Bruchofen. Easy. Banditenlager abgeschlossen. Nice. Okay. Schöner, souveräner Start in einer Folge. Finde ich gut. Dieses Völkchen könnte gut werden. Seid ihr mir dankbar? Ich habe euch zwar nicht extra befreit, aber ich habe alles allein gemacht. So, hi. Können wir dir denn was verkaufen? Kristallgeflecht. Ich wollte zwei von diesen... War ich die Leuchtungsgeflecht oder Kristallgeflecht? Warte mal. Für die Outfits. Kristallgeflecht. Ich habe ein Kristallgeflecht. Ich habe ein Kristallgeflecht! Was ist auch am Funkenfängerin schwer? Leuchtendes Geflecht. Warte, wir haben... Hi! Wie geil. Wir haben voll die Osram-Auswahl gerade. Pfeilbrecher? Oder Funkenfänger? Pfeilbrecher oder Funkenfänger? Komm mal, Pfeilbrecher. Gönnen wir uns. Ja komm, rüst aus. So, dann würde ich sagen, rüsten wir das einfach mal aus und gucken mal, was wir da so machen können. Warte mal, Outfits. Ne, nicht Inventar, wir müssen auf Herstellen, Outfit-Modifikationen. Und hier. Das sieht so ungewohnt aus, Aloy. Okay. Nahkampfschutz. Wir kämpfen ziemlich viel im Nahkampf, deswegen. Komm, mach mal Nahkampf. Und noch 18% Nahkampfschutz. Und dann haben wir auch ein bisschen Fernkampfschutz vom anderen Icon und sehen wir noch Nahkampfschutz. Okay, nice. Sehr schön. So, ist gut gestimmt. Wie sehen wir aus? Wir sehen total ungewohnt aus. Ich wette, dass Aaron hinter der Wahlsauslieferung steckt. Die Osseram halten schließlich zusammen. Wisst ihr, warum ich gerade so komisch im Kreis laufe? Das Kettenzeugs, ne? Dieser Kettenrock. Der klimpert. Was für ein geiles Detail. Die Osseram sind diesmal zu weit gegangen. Das klimpert. Wie so ein Sack Münzen. Schön. Geil. Das finde ich ein schönes Detail. Finde ich schön. Oh, Lederzeugs. Warum habe ich das nicht entdeckt? Das ist wahrscheinlich so ein altes Zeug, ne? Ja, uralte Trümmer. Altes Gefäß, siehst du, entdecken wir das auch noch. Sehr schön, so. Nein, ich will nicht das alte Gefäß angucken, danke. Wir hätten in der Nähe noch ein Panorama, ne? Da könnten wir rein theoretisch noch vorbeischauen, schnell beim Panorama, wenn wir schon dabei sind, oder? Könnten wir rein theoretisch machen, ich meine, es ist auf dem Weg. So, dann holen wir uns auch noch schnell das Panorama. Und dann geht es auf zur nächsten Quest. Denn es gibt noch ein paar Leute. Ich freue mich drauf. Ich dachte schon, jo, ich muss in der nächsten Folge dieses Projekt beenden. Aber nein, es geht weiter. Und das ist ein ziemlich langer Weg, ne? Jo, geht eigentlich. Geht eigentlich. Und ich finde styletechnisch unser neues Outfit nicht mal ganz so geil. Aber das Detail, dass dieser Kettenrock klimpert, finde ich geil. Das hätten wir so einen großen Sack Münzen dabei. Finde ich geil. Ich mag solche kleinen Details. Ich achte da auch auf mega drauf. Auf solche kleinen, mickrigen Details. Was eigentlich so mega Spiel unrelevant ist und auch Story unrelevant und so weiter, aber es ist einfach schön, dass auch auf solche Details geachtet wird. Ja, finde ich wirklich. Ich mag das. Macht ja auch Sinn irgendwie. Jetzt haben wir eine ähnliche Rüstung wie Ursa damals. Oder Erend. Erend trägt ja auch eine Osseram-Rüstung. Ist ja auch ein Osseram. Und ja, die Osseram-Basis oder das Osseram-Dorf, was ich letztens gesucht habe in der letzten Folge oder was in der vorletzten, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Hallo. Meine Position ist aufgeflogen. Nein, ist es nicht. Hey, pfui, wehe. Ernsthaft. Ist das schon unser? Er ist unser, okay.
So Leute, dann. Ja, ihr wolltet das so. Kann nicht sein, dass sie. Aua! Alter! Der macht dem Stürmer alle Ehre! So. Ich wollte eigentlich auf deinen Behälter schießen, weil das mir Punkte gibt, aber. Nein, pfui! Pfui! Nein! So. Okay, jetzt habe ich leicht verzogen. Hallo? Ach, der ist schon tot. Ach so. Okay. Alles klar. nochmal darauf zurückgekommen, dieses Osseram-Dorf, was wir in der letzten oder vorletzten Folge gesucht haben. Ich weiß nicht mehr genau, in welcher Folge. Ich glaube, das war die gestrige. Ich glaube, ja. Habe ich gefunden. Da ich ja offscreen ziemlich wieder rumgelaufen bin, habe ich das gefunden, ja. Das habe ich mir auch schön auf der Karte markiert. Da gibt es auch eine schöne Nebenquest, die wir auf jeden Fall uns noch holen werden, damit wir den kompletten Handlungsstrang, auch die Osseram-Quest-Reihe, uns einverleibt haben. Dann haben wir, glaube ich, nämlich alle Nebenquests fast. Ich hätte gehofft, dass sie mich nicht entdecken. Was hat uns denn gerade entdeckt? Ach, die können mich mal getrost am Zuckerle lecken. So. Hier oben sollte auch gleich mal das Panorama vor uns erscheinen. Weil die Panoramen interessieren mich wirklich. Das ist nämlich so ein schöner Einblick in die vergangene Welt. Und warum sollte man das verwehren? So, hier sollte es dann irgendwo sein. Steig mal ab, Aloy. Und lass mal dein treues Gefährt hier wieder seine freien Bahnen ziehen. Übrigens, wenn ich zwischendurch ein bisschen verschnupft klinge. Der Gräserpollenflug in der heutigen Zeit ist extrem. Und Heuschnupfen exkaliert gerade wieder. So. Wo könnten da Teile sein? Ein bisschen weiter oben oder sind wir hier schon richtig? Oder sind wir schon zu hoch? Also ich kann noch nichts erspähen. Wir sind doch im Gebiet schon, oder? Ja, wir sind mittendrin. Vielleicht ist es auch ein bisschen weiter oben. Wir müssen halt gemeinsam ausschalten. Mal den Berg erklimmen und mal gucken. Das finde ich auch so mega heftig an Horizon. Kaum ein Spiel ist so dermaßen Open World wie Horizon. Natürlich, es gibt wesentlich viel mehr Spiele, die Open World Szenarien bieten, aber ich finde diese Ausmaße an Open World, dass man auch fernab von den Wegen noch so heftig viel entdecken kann. Wie diesen komischen Grau habe ich da oben, der mich gerade nervös macht. Und dass wir auch wirklich jeden Berg hier erklimmen können. Wir können hier einfach rauflaufen. Auch wenn der Spitze nichts ist. Wir können da rauflaufen und das ist auch alles liebevoll designt. Was Schönes. Was mega Schönes. So. Irgendwo sollte das Panorama sein. Sind wir schon draußen? Wir sind schon lange draußen aus dem Radius. Gut gemacht, Ryan. Der Radius ist doch gar nicht mal so groß, ne? Ich müsste das hier irgendwo rumliegen, dieses komische Panorama. Sind wir schon drin? Nein, wir sind noch nicht ganz drin im Radius. Das werde ich vielleicht noch bereuen. Ach was, ey Leute. No risk, no fun. So. Wir sind drin im Rad. Der ist sehr schön. Jetzt müssen wir da ja weiter rüber. Nein, geh weg, pfui. Schwinde. Nee, du störst mich hier bei der Panoramasuche. Da oben. Die stören mich jetzt ja wirklich. Ach komm. Nee. Verfehlt. Nein, pfui. Wie ich es gerochen habe, dass der kommt. Hast du nicht gehört? Ich habe es gerochen. Auf jeden Fall. So. Dem mal alles klauen, was ihn an seiner Existenz hält. So, ist down. Sehr schön. Dass die uns hier wirklich noch stören, das ist ja unbelievable. So. Und der nächste. Du kriegst freundlicherweise noch einen schönen Zersprengerpfeil hinten reingeballert. Nein, Aloy, nicht sterben. So ungesund. Sterben überlebt man manchmal nicht. So, das ist down. Sehr schön. Ist doch schön, wenn man keine Munition mehr hat. Bam. Das war ein richtig schöner Flitzer. Ja, mit links. Wie sieht es eigentlich heiltranktechnisch aus? Haben wir noch was? Nur noch einen normalen Trank. Ja, okay. In diesem Gebiet sollte uns nicht wirklich was passieren. So. Versuchen wir mal hier irgendwie hochzukommen. Sollte aber gut hinhauen. Denn wie wir alle wissen, bin ich ja der Master in Jump'n'Runs. Ich warte immer noch darauf, dass irgendjemand einen Counter macht. Was in diesem Spiel reichlich spät ist, aber. Ja. Da komme ich doch hoch, oder? Bestimmt.
Denn ich wette was mit euch. Ich wette da wirklich. 90% der Tode. Okay, 90% ist übertrieben. Sagen wir 75% der Tode ist Fallschaden geschuldet. Und das ist feindlich. Oder was sagt gerechtfertigt? Okay, da bin ich jetzt mega gespannt. Das müsste jetzt mega die City geben eigentlich. Schnee. Ja. Hier draußen wird es nicht wärmer. Kapelle. Wo könnte man besser beginnen als am Ende? Oder eher, wo das Ende begonnen hat? Ground Zero. Dort, wo alles zerstört wurde. Erst meine Karriere, dann alles andere. Und ich meine wirklich alles. Das ist Schöpfers Ende, oder? Ist das Schöpfers Ende? Bin ich da richtig in der Annahme? Das ist Schöpfers Ende, ja. Alles klar, okay, dann haben wir das Panorama hier auch mitgenommen. Ich finde, Alter, das ist so geil hier. Wieso fliegt da gerade jemand mit einem Heli vor meinem Fenster rum? Was soll das? Verschwinde! Mit eurem blöden Privathelikoptern hier in meiner Siedlung. Ich sollte umziehen. So. Ja, Osseram-Quest. Wir haben hier unten auch noch ein paar Quests in diesem Dorf hier unten, in diesem komischen Paradiesdorf unterhalb von Meridian. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das heißt. Aber hier hatte ich doch auch irgendwo was markiert, oder? Ja, hier. Das mal. So, da reisen wir noch schnell mit unserem goldenen Schnellreisepaket. Geht das hier alles ganz fix? Und dann können wir uns auch mal den Osseram widmen, denn wir waren noch nie wirklich in einem Osseram-Dorf. Wir waren zwar in ein paar Siedlungen, also in ein paar Stützpunkten von den Osseram, aber irgendwie zur Städte und wirklich haben die nicht, ne? Was ist da gerade vor meinem Fenster? Was geht da ab? Warte mal. Ich nutze mal den Ladescreen, um mein Fenster zu schließen. Ich merke gerade, es ist ziemlich laut draußen. Das ist ja unbelievable. Warum fliegt man vor meinem Fenster mit einem Privathelikopter? Was soll die Scheiße? Lasst das! Kauft euch was anderes, nicht Privathelikopter, und fliegt damit vor meinem Fenster rum. Oder kauft mir auch einen. Mua. So. Ja. Ich hoffe, das war nicht zu lange störend, denn ich habe so fette Kopfhörer, wie ich aufhabe, merke ich das nicht, wenn irgendwie Hintergrundgeräusche sind. Das merke ich nicht. Ich sehe es nur im Anschlag von meinem Mikro, also in meinem Equalizer, sehe ich ja den Ausschlag von meinem Mikrofon. Und da habe ich gesehen, auch wenn ich still bin, dass es einen Ausschlag gibt. Und da liegt es nahe, dass da irgendwas ist, was nicht meiner Stimme entspringt. So, Osseram. Ihr hört schon Hammerschläge im Hintergrund. Das ist ausnahmsweise kein Hintergrundgeräusch, das ist... Der Stil der Osseram. Schmieden, Bergbau, Saufen. Dafür stehen die Osseram. Und dafür haben wir uns auch eingekleidet. Mit so einer schönen Osseram-Stahlrüstung. Finde ich schön und passend. So. Hi, Petra. Oder Petra. Eloy. Kennen wir, ne? Ich freue mich, dich hier draußen zu sehen. Verpasst du nicht deinen Kampf? Es ist noch Zeit. Und es gab was zu tun. Du bist immer unterwegs, nicht wahr? Ich mag das. Du bist willkommen, auch wenn es etwas ungemütlich ist. Wir haben Maschinen auf der einen Seite, Banditen auf der anderen. Also will ich diese Schönheit zurecht machen, um die Streitigkeiten beizulegen. Du kannst mir helfen. Ich finde unsere Rüstung, die wir gerade anhaben, ne? So mega scheiße unerotisch. Das ist so... Ja. Außerraum halt, ne? Die unerotischen Säcke. Wo auch die Frauen Bärte tragen. Also nicht, dass ich jetzt was dagegen sage, aber... Die männlichsten Frauen auf Erden, die Osseram. Was ist das hier, Petra? Die Freihalde. Frei, weil wir nur uns selbst verpflichtet sind, dem Metall und den Staubstürmen. Und die Halde ist dort. Ein Schrottplatz, die Osseram sammelten hier. Nutzloses von den Alten. Atme ein, nimm den Geruch auf. Rauch und Schweiß. Ein Leben im Wald betäubt die Sinne. Ich kann allein 5 Metalle schmecken. Dieser ganze Schrott ist also von den Alten. War es ein Schlachtfeld? Ein Vorrat vielleicht. Oder eine Müllhalde. So dicht gepackt, dass alles verschmolz. Sie warfen mehr weg, als wir je kennen werden. Oh ja, das stimmt. Du bist also Schmiedin. Du führst die Schmiede und die Stadt? Die Stadt ist die Schmiede. Und alle arbeiten kräftig mit. So ist es richtig, ohne Präfekten, die sich ständig einmischen. Wären wir im Anrecht im Osseram-Land? 3 Tage Diskussion, immer wenn man einen Nagel einschlagen will. Klingt frustrierend. Oh, ist es. Doch wir diskutieren gern. Man braucht heiße Luft, damit das Feuer brennt. Aber Traditionen werden nicht diskutiert. Dort wäre ich Petra Schmiedgattin.
Wie findest du das? Das passt nicht zu dir. Gute Antwort. Darum ging ich weg. Ich war damals noch biegsamer Stahl. Ich konnte alles aus mir machen, bis ich mich abkühlte. Das sind sehr gut gewählte Worte für dieses Volk. Gefällt mir. Die Waffe, an der du baust, sie ist wie die Kanonen in Meridian. Aha. War schön, sie wieder mit ihnen vertraut zu machen. Die hier habe ich aus dem Gedächtnis gebaut. Meiner Hände und auch aus dem Kopf. Wie bei dir. Du baust dir selber Munition, ich sehe das. Die kleinen Narben an deinen Fingern. Dieses Vieh? Das gleiche Prinzip, nur größer und lauter. Größer und lauter, alles klar. Bist du nicht neugierig? Willst du nicht wissen, was das hier war? Na, manche stöbern hier ihr Leben lang, um es herauszufinden. Ich nicht. Für mich gibt es hier vor allem viel zu schmelzen. Ja, man muss den Wald nicht verstehen, um Holz für Pfeile zu bekommen. Dann wüsstest du aber, dass Reinholz am besten ist. Vorsicht, verbrenn dir bloß nicht die Zunge. Ich denke nicht an die Alten. Sie hatten ihre Zeit. Ihre Arbeit ist beendet. Ihre Erfindungen sind tief vergraben, Rost auf Knochen. Meine Schwestern und Brüder werden eine neue Welt schmieden. Alles klar. Schön, dass du so optimistisch bist. Du gingst also weg. Und wohin? Zuerst nach Meridian, wie alle anderen. Ich arbeitete mit am großen Aufzug. Wir waren gerade fertig, als der König durchdrehte. Also schwor ich, einen Platz für alle zu finden, die mir folgen wollten. Wir schlugen uns durch bis zum Kriegsende. Dann fanden wir dieses alte Osseram-Lager. Lang verlassen, Haufen von Metall. Ein Ort für den Neuanfang, den ich prägen konnte. Ha! In deinem Alter dachte ich, dass der härteste Schlag am besten prägt. Ich nehme an, das Alter macht dich weiser. Sag ich nicht. Alles klar, okay. Aber Leute, ehe wir das Gespräch hier fortführen, würde ich sagen, beenden wir diese Folge hier noch ganz schnell, denn ich bin natürlich der King der Cliffhanger, ne? Ich finde das so schön, obwohl es heute gar nicht mal so ein gemeiner Cliffhanger ist. Aber wie kann ich helfen, wird eine Frage sein, die wir in der nächsten Folgenanfang Gedöns stellen. Dieser Satz hatte keinen Sinn, so wie das ganze andere Let's Play Gedöns von mir. So, Leute, ich bedanke mich mal wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid natürlich auch wieder beim nächsten Mal dabei, wenn es heißt Horizon Zero Dawn. Bis morgen, 14 Uhr. Ihr wisst, wie es läuft. Ren sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute.